herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 hier in Mönchwinkel auf Mikrohazard TV mit mir, dem Ice Dragon. Der Bio ist wieder nicht dabei, das ist aber nicht weiter tragisch, denke ich. Wir gucken uns noch ein bisschen weiter die Plantage an und werden uns jetzt hier ein bisschen, falsche Taste, werden jetzt hier ein bisschen noch beschäftigen. Wir werden weiter ernten erstmal. Danach werden wir definitiv für Wasser sorgen. Wir haben den Wassertrailer vom Hänger und vom Hof und werden hier für Wasser sorgen. So, Äpfel, Quatsch, Gurken sind noch mal gleich wieder leer hier, die 12, die hier doch drin sind. Vorbei. Ja, so, 12 Gurken. Und hier drüben bei dem leeren Gewächshaus die 12 Gurken. Die 11 Gurken auch noch ab. So. Aber jetzt fahren wir zu dem vollen Gewächshaus und hier sind noch zwei volle und werden die auch mal von ihren Gurken befreien. Stellen wir uns einfach hier hin und dann wird das automatisch geladen. Braucht nichts weiter tun, danach können wir uns noch um die Tomaten kümmern, die vier Gewächshäuser mit Tomaten hier hinten, damit die auch mal geleert werden. Wir müssen gucken, wo wir hier am besten Wasser bekommen, wo wir hier am besten ans Wasser rankommen. Eine kleine Senke ist, dass wir da wirklich auch mit dem Hänger schön reinfahren können. Müssen wir mal gucken, dass wir hier alles mit Wasser versorgen können. So, der Hänger ist nicht voll, aber für das nächste Gewächshaus reicht der Platz sowieso nicht, also können wir es auch wegfahren. So, aktuell haben wir das erste Gewächshaus hier benutzt. Hier sind schon Gurken drin und auch ein paar Äpfel. Und jetzt kippen wir hier noch mehr Gurken rein. Dann können wir zugucken, wie die Kisten hier, na, kipp schon. So. Wie die Kisten hier immer mehr werden. Stapelt sich alles. So. Alles voller Gurkenkisten. Also jedes Gewächs, jede Lagerhütte kann vier verschiedene Sachen aufnehmen. Es gibt zwei verschiedene Hüttenarten. Jeweils immer für vier Sachen, also könnt ihr insgesamt acht verschiedene Sachen hier lagern. Das sind ja einmal die Gurken, die Tomaten, die Erdbeeren, Äpfel, Birnen, Orangen, Kirschen, Pflaumen, genau, das müsste alles sein. Gurken, Tomaten, Erdbeeren, Äpfel, Kirschen, Orangen, Birnen, Pflaumen, ja, acht Sachen, genau. Ansonsten habt ihr noch so zwei kleine Hütten, die halt einmal für Marmelade sind, Marmelade herstellen und einmal für Alkohol, Obstwein quasi. Das macht der Opa und die Mutti macht die Marmelade. Jedenfalls steht das so an den Hütchen dran. So, die Gurkengewächshäuser sind geleert. Der Bio ist leider schade nicht dabei. Wird hoffentlich nicht ganz so sehr Trauer tragen, wenn er feststellt, dass er, wenn er nächstes Mal dabei ist, vielleicht hier gerade nicht so viel machen kann. Weil dann schon wieder alles erledigt ist. So, kippen wir mal wieder ab, damit noch mehr Gurkenkisten auftauchen. Stapelt sich alles schön. So, haben wir schöne viele Gurken hier drin. Ich würde sagen, wir kümmern uns ein bisschen um die Bäume. Und die Tomaten wollten wir machen. Die kommen übrigens auch hier rein, sehe ich gerade. In diese Hütte. Die machen wir nämlich erstmal die Hütte für Hütte voll quasi. Und nicht alles so verteilen. Also ein bisschen gleichmäßiger verteilt. Also nicht gleichmäßig verteilt, sondern alles schön in einer Hütte ist und man nicht hier zig verschiedene Hütten anfahren muss. Beim Beladen könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil ihr müsst dann vor die Tür euch da stellen zum Beladen. Ich weiß nicht, ob ihr da eine Taste drücken müsst oder ob das auch automatisch passiert. Könnte ich gleich mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Oder verschwinden die Tomatenpflanzen. Und somit ist dieses Gewächshaus mit Tomaten auch leer. War gerade ein Abladeträger, habe ich gesehen. Da fahren wir gleich nochmal hin und gucken uns das an. Da war gerade irgendwo ein Abladeträger. Ich habe beim Rausfahren gesehen gehabt. Hier. Kann aber nichts abladen. Okay, das ist vom Wassertank wahrscheinlich. So, jetzt fahren wir hier hin und laden Tomaten hier ab, in demselben Häuschen. Auch, dann tauchen da drüben auch noch Tomaten auf. Auf der Seite da drüben, Kisten mit Tomaten.
stapeln sich da jetzt. So, dann gucken wir mal mit der Entnahme, wie das mit der Entnahme läuft. Irgendwo rausnehmen. Dann müssen wir da vor die Türen fahren hier. Vor diese kleinen Hubs. Nicht gegen die Tür, sondern vor die Tür. So. Hier ist einmal nämlich für Birnen, die Gott sei Dank noch nicht drin sind. Aber hier drüben sind Gurken. Oder muss ich da jetzt einfach nur hinstellen, nicht? Oder ja, einfach nur hinstellen. Das ist natürlich blöd, weil ihr dann aufpassen müsst, dass ihr das Richtige einladet, wenn ihr denn was laden wollt. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt an der Birnentür vorbeifahrt, um zu den Gurken zu kommen, so nach dem Motto, dann habt ihr ganz schnell Birnen im Anhänger drin, das hat der Gurken und ja, also ihr müsst hier mit möglichst kleineren Anhängern arbeiten, mit großen habt ihr hier Schwierigkeiten, sage ich euch jetzt schon. Also mit so richtig großen Anhänger könnt ihr hier knicken, kommt da wahrscheinlich eh nicht mehr in die Hütten rein, also müsst ihr mit kleineren. So, allein schon beim Rausfahren könnte es sonst passieren, dass ihr relativ schnell dann vielleicht wieder aus Versehen irgendwas einladet. So, wir schnappen uns das nächste Gewächshaus mit Tomaten und laden hier auch ein. Und wir holen definitiv noch Wasser und werden mal hier die Gewächshäuser mit Wasser versorgen. Machen wir spätestens in der nächsten Folge. Aber das sollten wir auch in der Folge noch was schaffen vielleicht. Wir werden ja erstmal die Tomaten und Gewächshäuser vielleicht mal leer machen, dass die auch leer sind. Und dann sorgen wir für Wasser. Dann sollten hoffentlich die Gurken und die Tomaten vielleicht schneller wieder nachwachsen. Mist haben wir noch nicht hier. Mist produzieren wir ja noch nicht wirklich. Das macht sich auch besser, glaubt mir, glaube ich, mit der Milchviehanlage drüben. Weil ihr da keine Kühe kaufen müsst extra. Ihr müsst da einfach nur dafür sorgen, dass Kühe versorgt sind, dass Stroh drin ist und dass sie Futter haben. Dann produzieren die da nämlich auch Milch. Und die könnten natürlich auch verkaufen, die Milch. Aber zusätzlich vor allem kriegt ihr da dann auch Mist. Ich fahre jetzt einfach mal gerade raus, immer so gerade wie möglich rausfahren, damit ihr nicht aus Versehen in den Ladeträger reinfahrt. Überall Fahrspuren hier. So, fahren wir mal hier rüber und schnappen uns die nächste Tomatengewächshaus. Ja, bisher haben wir, glaube ich, nur die Äpfel abgeerntet. Genau, die Bäume haben wir auch noch alle vor uns. Aber das, ach jetzt habe ich, guck mal, jetzt bin ich am Gurkengewächshaus vorbeigefahren und habe jetzt gleich 6 Gurken eingeladen. Das wollte ich doch gar nicht. Also ihr müsst echt aufpassen, wo ihr langfahrt. Ich wollte doch gar keine 6 Gurken einladen. So, jetzt sind die Gurken wieder weg. Also mal gucken mit den Triggern, dass das denn, wenn man nicht aus Versehen die Ladetrigger berührt, so nach dem Motto. So gucken, dass ihr möglichst nicht irgendwo vorbeifahrt immer. Oder mit viel Abstand vorbeifahren. Weil es nicht wie groß die Trigger sind. Ich habe das mal nicht geguckt, ausprobiert. So, das vorletzte Tomatengewächshaus, da kommt noch das letzte da hinten. Da haben wir die Tomatengewächshäuser auch weg. Bei den Erdbeeren ist auch ein bisschen was drin, habe ich gesehen. Das können wir dem Bio dann alles zeigen, sobald er mal wieder dabei ist. Jetzt die nächsten Tage ist wieder schlecht bei ihm, also was heißt bei ihm? Aber ihm ist nur nicht schlecht, der Punkt ist nur, dass wir in den nächsten Tagen wieder Probleme haben, zusammen Zeit zu finden, zumal der Bier wahrscheinlich aktuell genug Folgen zu bearbeiten hat. Die kippt jetzt erstmal nach hinten ab, er kann sich auch nicht entscheiden, wo er sie hinkippen will, mal nach vorne, mal nach hinten. So, wir haben immerhin 53% Dings hier drin. Aber wenn ich jetzt so schräg rausfahre wie eben, könnte es schon passieren, dass ich dabei Birnen einlade, was ich gar nicht will. Also müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da nicht ständig was im Hänger drin habt, was ihr gar nicht wollt. Ich glaube, optimal wäre da ein Hänger mit Plane vielleicht. Wenn ihr die Plane drauf habt, könnt ihr ja nichts laden, meines Wissens. Und dann hier diese kleinen, mit dem, die der Bio so liebt, mit dem extra Gelenk vorne, die ein bisschen größer sind. Also der nächstgrößere, ich zeige euch den mal. Hier, wo ist er? Kipper, der hier, der Agroliner. Er hat eine Plane oben drauf, da passt auch ein bisschen mehr rein.
Und da werde ich auch noch bequem unten überall in die Hütten reinpassen. Und da könnt ihr die Plane zumachen einfach und dann sollte er, glaube ich, nicht laden, wenn die Plane zu ist. Aber das werden wir dann sehen. So, das war das letzte Tomatengewächshaus, also allgemein letzte Gewächshaus hier in der Ecke. Gibt es nur noch die Erdbeergewächshäuser, da können wir auch mal ranfahren, wenn ihr wollt, noch schnell. Müssen wir die Erdbeeren auch noch schnell hier abernten. Und in der nächsten Folge kümmern wir uns dann definitiv um die Wasserversorgung, damit hier auch mal Wasser geliefert wird für die Gewächshäuser. So, er kippt das nach oben ab, natürlich auch clever, aber das passt noch gerade so. So, erledigt. So, dann haben wir jetzt als nächstes, wie gesagt, können wir mal die Erdbeeren noch anfahren. Gucken, wo hier die Ladeflächen sind. Hier vorne, okay. So, dann haben wir die Erdbeeren noch laden. Mal gucken, ob wir alle 6 mit einmal schaffen. Ja, könnte. Mal gucken. Und jetzt Erdbeeren. Ja, super. Ganz viele Erdbeeren. Ah, der lebt noch. Das war fertig. Auch schon wieder. Die sind aber nicht voll, wie gesagt. Die Gewächshäuser, die mache ich jetzt einfach nur so leer. Sind jetzt 33% gerade mal drin. Die sind noch nicht voll, wie gesagt. Aber die Erdbeeren verschwinden dann wahrscheinlich. Nee, die, ach nee, die verschwinden nicht. Okay. Die Pflanzen verschwinden nicht. Da bleibt alles so stehen. Ach so, meine Software ist angeblich mal wieder deaktiviert. Naja, gut. Ach ja, diese Meldungen sind ganz lustig. Tauchen zwischendurch immer mal auf, obwohl das nicht der Fall ist, was da steht. So, wir müssen natürlich dann hier alle Gewächshäuser mit Wasser versorgen wieder. Es könnte doch knapp werden, alle 6 Gewächshäuser zu machen. Ich glaube, für das letzte reicht denn der Platz nicht mehr. Wir haben jetzt 3 geschafft und haben 57% schon drin. Mit dem vierten Gewächshaus. Ich glaube, die hinteren hatten auch ein bisschen weniger drin, aber mal gucken. Wir gucken mal, vielleicht klappt es ja doch noch, vielleicht passt ja doch alles rein. Wenn nicht, dann bleiben halt so ein paar Krümel drin, ist auch nicht so tragisch. So, die Erdbeeren könnten wir natürlich jetzt, wir lagern die erstmal ein. Wir könnten die natürlich auch zum Opa bringen, quasi zum Alk herstellen quasi, oder wir könnten die halt auch zur Mutti bringen, damit sie erstmal eine Lade draus macht. So, der Hänger ist voll mit Erdbeeren. Die fahren wir jetzt zurück zum Lagerhäuschen. Nehmen wir das vor, dass wir zuerst dann nämlich, oh, sind das diese Hütten hier, ne? Ja, für die Querstehenden, okay. Können wir gucken, ob wir beim Ober noch einen Trigger finden zum Abladen. Letzten Mal hatte ich noch keinen gefunden. Da ist der Trigger. Okay, also ist vor dem Haus der Trigger zum Abladen. Der mit seinem Alk hier. Das war doch die Alkhütte, ne? Ja. Ich glaube schon, das hier ist Muttis Marmeladenküche. Genau. Können wir natürlich auch abladen. So, wollen wir aber jetzt nicht, wir wollen uns erstmal einlagern, damit wir hier ja, das erstmal nur auf Lager haben. Muss ja nicht immer gleich alles verbrauchen. So, fahren wir hier rein, so, und kippen das wieder ab. So, jetzt stapeln wir hier irgendwo, werden die Erdbeeren gestapelt, auch da in der Ecke hier vorne. Und die Frage ist, wenn ich jetzt nämlich so schräg rausfahre, ob ich dann nicht gleich mit dem Trigger fahre. Nein, fahre ich nicht. Ich muss aufpassen, dass ich hier drüben in den Tomatenkrieger reinfahre. Also am besten macht sich wirklich einen Hänger, wo ihr, glaube ich, die Plane zumachen könnt, dass ihr hier wirklich, weil die Hütten stehen echt dicht zusammen. Und wenn ihr zu dicht an den Trigger kommt, dann ladet ihr gleich wieder irgendwas ein, was ihr nicht wollt vielleicht. Aber gut, da müssen wir mal gucken, dass wir uns dann demnächst irgendwann nochmal einen Hänger dafür besorgen. Den Agroliner vielleicht. Der passt auch mehr rein. Der macht sich dann vielleicht auch besser. So, haben wir eingeparkt und wir fahren jetzt zum Hof und holen den Wasserwagen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bedanke mich fürs Zuschauen, sage ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.